Schon am 31. August erscheint Life is Strange Before the Storm. Ein Prequel vom amerikanischen Entwickler Deck 9 Games, das übrigens nicht Life is Strange 2 ist. Das wird gerade bei Dontnod entwickelt, die man ja schon von Life is Strange kennt. Publisher Square Enix war bei uns zu Besuch, hat uns 30 Minuten vom Anfang spielen lassen und uns noch ein weiteres Video gezeigt. Damit konnten wir uns bereits ein gutes Bild von der ersten Episode von insgesamt 3 machen und eine spannende Frage in unserer Preview schon ansatzweise beantworten. Funktioniert Life is Strange auch ohne Zeitreisen? Before the Storm setzt nämlich 3 Jahre vor dem ersten Teil an. Genau dann, wenn unsere frühere Heldin Max aus Arcadia Bay wegzieht und ihre Zeitreisekräfte mit ihr. Zumindest die Veranlagung wirklich einsetzen konnte Maxi damals ja noch nicht. Wir bleiben also als ihre Freundin Chloe ohne Kräfte zurück und müssen irgendwie mit unserem Teenageralter klarkommen. Wie spannend der letztendlich sein wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Interessant ist aber vor allem eine Nebenfigur, Rachel Amber. Im Prequel lernen wir Arcadia Bays geheimnisvolle Highschool-Schönheit endlich kennen und erfahren mehr über sie. Wenn auch nicht das, was kurz vor Beginn der Handlung von Life is Strange passiert ist. Durch den großen zeitlichen Abstand wird die Geschichte von Before the Storm größtenteils unabhängig sein. Bekannt ist nur, dass wir gemeinsam mit Rachel einem Geheimnis ihrer Familie auf den Grund gehen. Und natürlich einen Haufen bekannter Gesichter wiedersehen. So auch Frank, den Drogendealer mit seinem verstaubten Wohnwagen. Unsere Gameplay-Sequenz startet in einer alten Mühle, wo wir uns als Chloe zwischen Alkohol, Drogen und lautem Punkrock tummeln. Was bei der schüchternen Max für Schweißausbrüche gesorgt hätte, kommt der 16-jährigen Draufgängerin gerade recht. Als solche scheren wir uns auch nicht um den grimmigen Frank, bei dem wir natürlich mal wieder Schulden haben. Stattdessen sehen wir uns in der Mühle um und entdecken interessante Verweise auf Life is Strange, wie zum Beispiel ein Schreiben an die stinkreiche Prescott-Familie oder ein Sägeblatt, auf dem wir uns mit einem Graffiti verewigen können. Chloes hippe Alternative zu Max-Fotos. Alles gründlich zu erkunden, lohnt sich damit schon mal. Ohne seine Zeitsprungmechanik muss sich Before the Storm aber vor allem auf 2 Dinge konzentrieren. Seine Story und seine Entscheidungen. Auf die erste große stoßen wir bereits recht schnell, als wir uns ein T-Shirt unserer Lieblingsband klauen wollen. Unter dem Shirt liegt nämlich ein riesiger Batzen Geld. Klar, wir können es einfach brav liegen lassen. Oder wir nehmen es mit. Aber dadurch eröffnen sich noch viele weitere Wege. Wir können damit zum Beispiel unsere Schulden bei Frank begleichen und uns gleich noch ein wenig Marihuana besorgen. Riskieren aber, dass der Besitzer wütend auf uns ist. Oder wir behalten das Geld sicherheitshalber für den Fall, dass wir es später noch brauchen. Auch auf die Gefahr hin, dass Frank uns dann vielleicht nicht mehr hilft. Oder wir lassen alles an seinem Platz und quetschen Frank dafür über eine neue Dialogoption über den unfreundlichen T-Shirt-Verkäufer aus. Wie verzweigt und komplex auch scheinbar einfache Entscheidungen schnell werden, macht Hoffnung auf mehr. Gerade wenn wir ohne die Rückspulfunktion nicht mehr tricksen können, was die Folgen angeht. Sorgen macht uns lediglich, dass das Schicksal von Rachel, Chloe und Arcadia Bay bereits dadurch feststeht, dass Before the Storm nun einmal die Vorgeschichte zu Life is Strange erzählt. Große Wendungen braucht man also eigentlich nicht erwarten. Auch nicht bei den Charakteren. Chloe ist eben Chloe und rebellisch wie eh und je. Dank besserer Gesichtsanimationen und ihrer schwierigen Situation wirkt das Verhalten aber glaubwürdiger. Wenn der Vater stirbt, die beste Freundin abhaut und der neue Stiefvater ein Ekel ist, wäre wohl fast jeder bockig. Gerade das Verhältnis zu Stiefvater David wird schön subtil aufgebaut. Er bietet sich ohne jedes Feingefühl als Ersatzvater an und verletzt damit Chloes Gefühle nachvollziehbar. No, Mom. I swear he beat himself to death with a tire iron. Repeatedly. Selbst der Skandal rund um die neue Chloe-Sprecherin wirkt unbegründet. Auch wenn Ashley Birch durch den Synchronsprecherstreik in den USA aussteigen musste, macht die neue Sprecherin Rihanna DeVries ihre Sache gut und wird von der alten Chloe gecoacht. Damit hat Before the Storm schon jetzt den Grundstein für eine interessante Coming-of-Age-Geschichte gelegt, die für sich auch ohne übernatürliche Fähigkeiten funktionieren kann. Ready to roll? Please don't want to talk. I want to talk to you about something. Fuck.